herzlich willkommen zu den Top 3, und zwar Ihre beliebtesten 3 Technikprodukte haben wir heute für Sie. Die wollen wir Ihnen nochmal zeigen. Und es handelt sich hier wieder um ganz spannende Produkte aus allen Bereichen, quasi im Bereich Technik. Ja, beginnen tun wir mit unserem kleinen Chamäleon. Naja, Platz Nummer 3. Klein, ja, sehr, sehr anschaulich auf jeden Fall. Und das ist eine digitale Satellitenflachantenne. Also im Prinzip das Pendant zu den hässlichen Schüsseln, die man zu Tausenden an irgendwelchen Balkongittern oder Wänden hängen sieht. Und hier haben wir eben eine Flachantenne. Sieht sehr gut aus. Und Sie haben es gerade in der Einblendung gesehen, nicht nur für einen Anschluss, sondern mit einem Quad-LNB. Also 4 digitale LNBs sind hier drin verbaut. Und da sehen wir auch die Anschlüsse noch mal ein bisschen weiter drehen. Genau, da sehen wir sie also für 4 Receiver. Und egal, ob ich das in einer Familie nutze, wenn ich zum Beispiel 2 Kinderzimmer mit Fernsehen versorgen will, Schlafzimmer, Wohnzimmer oder vielleicht auch in einem Mehrfamilienhaus mich mit meinen Nachbarn abspreche und sage, pass auf, ich installiere die Antenne und ihr könnt 2 Anschlüsse haben, beteiligt euch ein klein wenig. Und wenn man jetzt mal schaut, guck mal auf den Preis, der ist unglaublich, weil 4 LNBs, also 4 vollwertige Anschlüsse. Und wenn ich jetzt den Preis durch 4 teile, bin ich gerade mal bei knapp über 40 Euro pro Anschluss. Und das ist schon fast eine Preisrevolution. Ist es. Für unsere Flachantenne Quad heute 161,41 Euro. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und du hast uns gesagt, die kann man tarnen. Wie meinst Richtig, du das weil genau? Ganz, ganz wichtig ist, viele Vermieter sagen, nee, so ein Teil kommt bei mir nicht auf den Balkon. Das sieht hässlich aus. Ja, schaut einfach weiter Kabelfernsehen. Und dann können Sie jetzt diese Antenne installieren und entsprechend bekleben oder bemalen. Und hier sehen wir es auf dem Dach. Guck mal, die ist jetzt in Farbe von den Dachziegeln. Wow, die sieht doch fast gar nicht genau in der Dachziegelfarbe hier. Toll gemacht. Ja, also, wenn ich eine graue Wand habe, zum Beispiel so eine graue mit so einem quasi so einem Rauputz oder sowas, dann kann ich auch das mit dem Rauputz einfach quasi bemalen und dann geht das auch. Ja, oder stell dir vor, ich habe einen Backsteinbau. Dann mache ich einfach so eine PVC-Folie oder ein Poster mit Backsteinen drauf und dann sieht das kein Mensch und auch der Vermieter nicht. Und vor allem, er wird nichts mehr dagegen haben, weil die Fassade nicht verschandelt ist. Überhaupt nichts. Ein weiterer Vorteil dieser Flachantenne ist natürlich, jetzt zum Beispiel, wenn du noch eine Schüssel hast und über Satellitfernsehen schaust, sobald mal stark anfängt zu regnen, ja, oder ein Gewitter kommt, dann kommt plötzlich schwaches Signal und puff, dann ist es weg. Dann musst du warten, bis das Gewitter zu Ende ist, bevor du wieder Fernsehen schauen kannst. Und hier haben wir das nicht. Die ist nicht empfindlich, wenn es denn um den Starkregen zum Beispiel geht. Und das bei allerbester Bildqualität. Wie bringe ich die an? Wie ist sie zu montieren? Ich merke gerade, die ist relativ leicht sogar. Ja. Also die kann ich auch selber montieren. Das ist überhaupt nicht schwer. Wir sehen hier den Montagefuß. Und je nachdem, wo ich ihn anbringen will, dementsprechend ist auch das Montagematerial dabei. Also ganz egal, ob ich es fest an der Wand anbringe oder irgendwo mobil, zum Beispiel an einem Wohnwagen oder vielleicht auch an einem LKW, alles Montagematerial dabei. Hier sehen wir die 4 LNBs, unser Platz Nummer 3 zurzeit. Aber das gibt es, wenn Sie sagen, es sind zu viel, haben wir natürlich auch im Programm mit einem Doppel-LNB und auch nur mit einem LNB. Dann schauen Sie einfach mal auf unserer Internetseite vorbei, www.pearl.tv, und dort werden Sie das dann finden. Eine tolle Sache. 161,41 Euro ist der Preis heute für Sie. Die Bestellnummer PX1385 und die 569. Ein toller Platz 3 hier bei unseren Elektronik Top 3. Natürlich sehr, sehr beliebt. Deshalb stellen wir sie Ihnen hier noch einmal vor. Da kann ich dann wirklich alles anschließen. Und es geht so einfach. Eben, wenn man jetzt noch eine alte hat, zum Beispiel nur mit einem Doppel-NNB, will aber 4, steigen Sie um auf diese Flachantennen. Die sind viel robuster, weniger anfällig und die Bildqualität wird auch Sie überzeugen. Oder wenn Sie sich sagen, okay, von Kabel jetzt umsteigen zum Satellitenempfang, was mit meiner Meinung nach auch das Fernsehen der Zukunft ist, dann hier, das ist genau das Richtige für Sie. Für kleines Geld 161,41 Euro, wie gesagt, für die Quad-Variante mit den 4 LNBs. Wir haben das aber auch als Twin mit 2 LNBs und als Single mit einem LNB. Die Bestellnummer bräuchten wir noch, Kathi. Das ist hier die PX1385 und die 569. Die Kollegen im Callcenter sind jetzt für Sie da. Sie können jederzeit anrufen, 24 Stunden.
Die Telefonnummer hier ist die 0180 51 51 3x die 2. Und ja, da sind wir bei Platz 2 angekommen und da hat es ein Laptop geschafft und nicht irgendein Laptop. Nein, es ist der Lenovo ThinkPad T500. Ja, der T500, eben schon eine Legende. Und wenn man sich mal umschaut, wer denn so Lenovo ThinkPads benutzt, das ist so die obere Führungsetage. Ich bin's. Ja, du bist ja auch clever. Die Cleveren können es jetzt mittlerweile auch, weil die sind normalerweise in einem Preisgefüge, was man sich als Otto-Normalverbraucher gar nicht leisten möchte. Es sei denn, man ist clever und kauft einen Leasing-Rückläufer. Und genau so ein Gerät ist das hier. Leasing-Rückläufer. Kannst du das vielleicht für unsere Kunden da draußen noch mal genau erklären, ja, die das noch nicht kennen? Aber sehr gerne. Es sind Geräte, die circa 2 Jahre gezeigt haben, dass sie hervorragend funktionieren bei großen Firmen. Dann kommen sie zurück, der Leasingvertrag ist ausgelaufen und dann werden sie auf Herz und Nieren geprüft. Genauso wie dieser T500. Da wird wirklich, und das schauen wir uns mal ganz kurz in dem Zuspieler an, da wird gereinigt. Gleichzeitig natürlich eine Sichtkontrolle. Die Tastatur wird grundgereinigt. Sollte da irgendein Fehler, irgendwas zur Beanstandung sein, neue Tastatur rein. Hier sehen wir eine CPU, also den Arbeitsspeicher. Auch da natürlich Erneuerung, sobald irgendein kleines Problem auftaucht. Die Netzteile werden getestet, die Akkus werden getestet, das Display wird überprüft. Dann kommt der Lizenzaufkleber von Windows 7 drauf. Das heißt, Windows 7 ist hier jetzt schon vorprogrammiert, wenn Sie ihn nach Hause bekommen. Und dann heißt es nur noch einschalten und loslegen. Und die Lenovo ThinkPad-Sparte, die hat ja auch so viele Highlights, die wirklich dafür sprechen oder der Grund sind, warum diese Sparte so erfolgreich ist. Warum? Was sind da die Gründe? Genau? Also ich sehe ja ein tolles Design. Ich kann ihn auch einmal umdrehen, dass Sie den auch einmal von hinten gesehen haben. Hier traumhaft schön natürlich vom Design in diesem matt-schwarz. Immer dieses ThinkPad-Logo, das ist immer Standard für diese Kategorie. Hier, ich drehe ihn wieder zurück. Also eine tolle Tastatur. Was sind da noch Highlights? Einfach an alles gedacht. Robustheit hier. Machen wir gerne mal wieder den Klopftest. Magnesiumverstärktes Gehäuse. Das heißt, sehr, sehr robust und kann auch gern mal ein Stößchen wegstecken. Dann schau mal hier, Edelstahl-Scharniere. Ich kann diesen Lenovo 100.000 Mal auf- und zumachen. Da passiert überhaupt nichts. Ganz, ganz wichtig und vor allem für jeden, den es schon mal passiert ist, dass er irgendein Getränk über die Tastatur geschüttet hat und der Laptop dann abgeraucht ist. Hier haben wir spritzwassergeschützte Tastatur. Das heißt, das kann er gern mal wegstecken. DVD-Laufwerk mit drin. Und ganz, ganz wichtig ist auch, und da muss ich jetzt einmal rumgreifen, ich finde das klasse. Hast du oben gesehen? Guck mal hier. Da ist so ein kleines Lämpchen. Ralf, nutze ich persönlich sehr oft. Du nutzt das ja. Was erzähle ich dir denn? Erst gestern Abend wieder, weil ich habe gestern Abend wirklich um so 23.30 Uhr noch mal schnell ein bisschen was geschrieben, E-Mails gecheckt und habe mein Lenovo ThinkPad hochgefahren und hatte aber alles schon relativ dunkel natürlich. Und da habe ich auch mal eben schnell die Tastaturbeleuchtung angemacht. Das sieht so unscheinbar aus hier im Studio immer, aber das beleuchtet wirklich diesen Tastaturbereich. Man sieht jetzt hier auch gut den Schatten, den ich werfe. Also das wird wirklich dann alles perfekt beleuchtet. Also ist eine super Hilfe. Nutze ich wirklich sehr oft persönlich. Der Blindflug hört auf. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt kommen wir noch zu technischen Daten. 15,4 Zoll haben wir im Display. Dann haben wir einen 4 Giga Arbeitsspeicher mit einer riesen Prozessortaktung. Also richtig schnelles Gerät, unser Lenovo ThinkPad. Und das Ganze gespickt noch mit 160 Gigabyte Festplatte. Also ausreichend für jeden Otto-Normalverbraucher. Und heute wird es endlich mal möglich, sich einen echten Lenovo ThinkPad, den T500 auch zu leisten. 339,50 Euro ist unser Preis heute für Sie und das ist ein richtiger Preisknaller. Wir verkaufen die immer in sehr großen Stückzahlen. Die sind unglaublich beliebt, weil es einfach qualitativ sehr, sehr hochwertige, ganz, robuste ganz wichtig Geräte ist, sind. Wenn du jetzt im Internet ein Gebrauchtgerät kaufst, ja, kannst du Glück haben, geht alles gut, aber das Risiko ist halt immer groß, dass der nach 2, 3 Monaten einfach mal abraucht, den Geist aufgibt und dann stehen sie da, ja, gesehen wie gekauft. Das ist bei uns nicht so, denn hier sind sie auf der sicheren Seite. Ja. 24 Monate Gewährleistung, das kriegen sie auf jeden Fall drauf, sodass sie da auf der absoluten sicheren Seite sind. Und die Geräte sind alle general überholt und grundüberprüft. Und deshalb schlagen sie zu. Denn so günstig kriegen sie ein Lenovo ThinkPad wahrscheinlich nicht mehr. 339,50 Euro, unser TV-Sonderpreis jetzt für Sie hier in unserer Elektronik Top 3. Die Bestellnummer für uns
unseren Lenovo ThinkPad. Das ist die RF1071 und die 569. Und damit sind wir bei Platz Nummer 1 angekommen. Das freut mich. Das feiere ich so, dass das Platz Nummer 1 ist. Ja. Einer meiner absoluten Lieblingsprodukte hier bei Pearl TV im Moment. Und da hat sich groß was getan in der Gesellschaft. Noch bis vor wenigen, ich sage jetzt mal fast schon Monaten, ging es eigentlich beim Fernsehschauen immer drum, es groß, das Bild muss immer größer, immer schärfer werden, immer noch größer und noch ein bisschen schärfer. So, und irgendwann hat jetzt jeder so einen großen, ultrascharfen Fernseher und dann merkt man eins, nämlich, dass irgendwie das Bild klasse ist, aber der Sound kommt immer zu kurz. Also das richtige Sounderlebnis, das fehlt. Und damit kommen wir jetzt eben zu unserem Platz Nummer 1. Das ist eine Soundbar der Extraklasse. Und diese Soundbar platziere ich jetzt einfach unterm Fernseher. Und schauen Sie mal bei sich an Ihrem Flachbildfernseher, ob Sie vorne irgendwelchen Boxen sehen. Bei den meisten Geräten sind sie mittlerweile auf der Seite verbaut. Das heißt, der Sound geht auch auf die Seite oder nach unten. Einfach der Großteil geht flöten. Und da kann ich so laut machen, wie ich will. Ich habe einfach nicht den Sound, den ich brauche. Jetzt schließe ich so eine Soundbar an und dann kommt aus dem Zentrum. Den können Sie gern unterm Fernseher platzieren oder auch drüber hängen, kommt dann der Sound, den ich möchte. Soll ich mal laut machen, Ralf? Ja, mach ich möchte doch mal einmal kurz laut. Ganz kurz, weil das ist wirklich toll. Wir ich mache auch mit der Fernbedienung. Schau mal, ich finde das so toll, dass das hier im Display, sehen Sie das? Das ist hier unter dem Stoff. Also man kann natürlich hier auch an der Seite schalten, wenn man möchte, aber über die Fernbedienung ist das natürlich sehr viel komfortabler. Ich habe jetzt übrigens per Bluetooth einfach mal ein Smartphone verbunden, dass Sie mal sehen, wie einfach das geht. Also innerhalb von Sekunden ist das per Bluetooth verbunden und man kann dann auch über sein Smartphone ganz toll Musik abspielen und kann dann mit dieser Fernbedienung, die es mitgeliefert, natürlich hier auch mal ordentlich laut machen. Ja, und das ist noch nicht alles. Fernseher anschließen, dann Ihren Lieblingsfilm anschauen mit dem richtigen Sound. Aber wir haben hier auch noch zwei Steckplätze, die sehen wir jetzt vielleicht, USB und SD. Also entsprechend können Sie auch Speichermedien reinmachen, während Kathi die Musik wieder so unglaublich laut macht. Mach mal ein bisschen leiser für dich rein. Ich weiß, du magst keine laute Musik. Doch, 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 aber wenn ich nebenher reden muss. Also, auch USB oder SD, da sehen wir sie, die Steckplätze als Speichermedium. Ihre Lieblingshits rein und dann einfach mit der Fernbedienung starten. Also auch eine Stereoanlage. Bester Kinosound per Bluetooth zu verbinden, vom Tablet oder auch vom Smartphone. Dann die SD-Karte, hier den Steckplatz, den USB-Steckplatz. Ich habe also unglaublich viele Musikmöglichkeiten hier und das ist ein Kinoerlebnis pur, wenn ich denn den richtigen Film anschaue, weil da ist auch noch ein Subwoofer verbaut. Links und rechts Stereoboxen, in der Mitte ein Subwoofer, insgesamt richtig tolle Musikleistung und dann auch noch mit in dieser wunderschönen Klavierlackoptik, die wir jetzt hier auch sehen. Hier sehen wir auch USB. So, einmal einstecken und dann können Sie alles Weitere von der Fernbedienung aus bedienen. Und wir haben ja wirklich dieses wunderschöne Design, diese Klavierlackoptik, hast du schon angesprochen in Schwarz. Ich kann das auf den Fußboden jetzt einfach stellen, aber auch an die Wand anhängen. Ne? Die Vorrichtungen sind hier direkt mit angebaut. Ja, auf dem Fußboden wäre auch eine Alternative. Ich würde es eigentlich direkt unter den Fernseher platzieren. Da ist es schön. Oder dann die Halterungen, da schauen wir uns gerne mal die Rückseite an. Da sehen wir es, die Halterungen verbaut. Da sind sie. Einfach eine Schraube in die Wand bzw. zwei und über den Fernseher hängen. Und da haben wir auch noch die Anschlussmöglichkeiten. Einmal natürlich das Netzteil und hier haben wir die Cinch-Anschlüsse. Da einfach an den Ausgang vom Fernseher und dann haben wir das hier angeschlossen und dann haben wir den allerbesten Sound. Und mich wundert es wirklich nicht, dass das unsere aktuelle Nummer 1 ist unter den Elektronikprodukten. Vor allem zu dem Preis, 75,91 €, ja. Da macht es richtig Spaß, denn da haben Sie für kleines Geld mega guten Klang. Ich mache jetzt nochmal laut. Ja, auch den wenn du perfekten das nicht magst. Sound möchte ich schon fast sagen. Also schlagen Sie zu. PX1389 und die 569. Das ist die Bestellnummer. 75,91 € der Preis. Und wenn Sie nur halb so viel Spaß haben wie Kathi jedes Mal, wenn wir du hier Musik laufen lassen, dann so haben Sie alles Musik richtig gemacht. Also, jetzt anrufen, bestellen und holen Sie sich den perfekten Sound nach Hause. Und ich feiere jetzt noch ein bisschen mit der Kathi. Ihnen wünsche ich einen schönen Tag und viel Spaß mit der neuen Soundstation.